Tape spult die Musikgeschichte zurück. 1996 schreibt R. Kelly den Titelsong für Space Jam. Der Mix aus R&B und Bugs Bunny macht ihn zum Lieblingssänger von Groß und Klein. Aber das war einmal. I should have never introduced my family. Stephanie Sparkle Edwards ist eine von vielen Frauen, die dem Sänger in der im letzten Januar ausgestrahlten Doku Surviving R. Kelly auf dem US-Sender Lifetime sexuelle und psychologische Misshandlung vorwerfen. Einerseits Bugs Bunny, andererseits entsetzliche Vorwürfe. Kann man da noch R. Kelly hören? Now the midget begins to wake up, cause he fainted from all the madness. See three guns pointed around the room, he stands and says, I have nothing to do with this. Zugegeben, auch wir waren R. Kelly Fans. 2005, wegen Trapped in the Closet. Einer Sitcom irgendwo zwischen Reich und Schön und Boys in the Hood. Das Ganze in Zahlen, 33 Folgen und 26 Figuren. Sechs davon von R. Kelly selbst gespielt. Es gibt einen Kleinwüchsigen mit Asthma und Bettgeschichten, die so kompliziert sind, dass die Fans Grafiken erstellen müssen, um sich halbwegs zurechtzufinden. Im Rückblick gab's schon früh Anzeichen. 1994 produziert er das Debütalbum seiner damals erst 14-jährigen Freundin Aaliyah. Der Titel Alter ist bloß eine Zahl. 2001, im Clip zu Feeling on Your Booty, verabschieden ihn zwei blutjunge Frauen, die vorher noch mit Papa gebadet haben. Voll entspannt. Und dann gibt es noch diese erste Zeile seines Hits Bump and Grind. Mein Kopf sagt nein, aber mein Körper sagt ja. 2002 bringt ihn ein verstörendes Video vor Gericht, das ihn beim Sex mit einer Minderjährigen zeigt. Seine Antwort im TV? Do you like teenage girls? When you say teenage, how are we talking? Rolling. I'll be rolling. 2016 singt R. Kelly für das Männermagazin GQ seine Lebensgeschichte und nutzt dies, um sich zu verteidigen. I'm an artist. Dieses Argument zieht immer. Trotz eines Prozesses und den Vorwürfen gegen ihn verschließen die Fans seit 20 Jahren die Augen vor seinen Entgleisungen. Sollten wir R. Kelly boykottieren? Laut Billboard sind seine Streams nach der Doku um 16% gestiegen. Aber bevor ihr euch das hier nochmal anhört, I believe I can fly. Solltet ihr euch in Erinnerung rufen, was ihm seine Opfer vorwerfen. Entführung, Missbrauch von Minderjährigen, Sexsklaverei und die Produktion von Kinderpornos. Eure Entscheidung.